Und damit herzlich willkommen zurück zu Tabletop Simulator mit dem Kapuzen-Tautau-Kunden dran und Maru. Und wir spielen heute Marvel Bang. Der Kapuzen-Tautau. Der Kapuzen-Tautau. Genau. Wir haben die Rollen haben wir schon verteilt. Bei mir beim blauer Himmel. Richtig. Der Alex ist der Admiral, mein Best Buddy. Genau. Nee, meiner. First Avenger. Meiner. Okay, können wir kurz besprechen nochmal? Erläuterung für die Leute. Genau, wir spielen mit einem First Avenger, Alex. Ja, einer Champion sozusagen. Das ist der Böse, also Kapuze. Ja, der bin ich. Hallo, bin der Böse. Also Maru und Kundran. Das denkst du jetzt auch nur was du. Was bin ich denn jetzt? Und eine der Avenger, was der Sidekick ist für einen First Avenger. Okay, also es gibt diesen First Avenger, dann gibt es den Celesti. Der Celesti ist der Traitor, der Undergroundler, oder Undergrounder, wie auch immer man hier heißt, ist der Pirat sozusagen und der Avenger, normal Avenger. Also ich habe nur das Pokémon Bank gespielt, also Underground ist der Team Rocket. Ja. Der Celesti ist dieser... Der alleine arbeitet? Das ist der Ash. Genau. Das ist dann der Ash-Catcher. Genau sowas. Okay. Und Alex ist halt der Meister und der Avenger ist der Top 4. Der Alex ist der Meister? Das finde ich ja nicht gut. Ich habe einen Buddy und zwei Bösewichte. Ja. Also wir sind die anderen Rollen gehabt. Okay. So, dann, genau, die haben wir verteilt. Wieder der Klasse. Genau, das müsste ja der Stab hier sein, oder? Der blaue, genau. Character. So. Wir machen wieder mit offenen Ding gleich, ne? Ja, klar. Direkt hin. Wow, oh, was ist das denn für ein Typ? Du, Gottes Willen. Kann abwehren sowie Duelle als Angriff verwenden. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Kann abwehren sowie Duelle als Angriff. Okay. Kapuze, du kannst ziehen. Rot, oder? Blau. Du hast fünf Leben, oder? Ja, alles hat fünf Leben. Und ich drehe jetzt um. Seid ihr nervös? Achtung, 3, 2, 1. Und Kapuze ist... Eklor, die schärfste wieder. Wenn dich jemand angreift, darfst du die Rolle angreifen. What? Wenn dir ein Spieler Schaden zufügt, darfst du seine Rollenkarten ansehen. Das ist krass. Klar, das ist Maximoff. Ist das stark. Ich bin die Maximoff. Aber ich habe nicht viel Leben. 4. Also der Alex auch. Ich habe 5. Das ist eigentlich Standard. Das heißt, aber Alex musste erst Kapuze angreifen. Ach nee, das geht ja gar nicht so rum, schade. Ich kann Kapuze die ganze Zeit angreifen, rein theoretisch. Oh, ich bin dann petze ich alles. Wenn du mit Angriff oder Duell als Ziel gewählt wirst, kann ein Spieler, der eine Entfernung zu dir 1 beträgt, eine Abwehrenkarte für dich spielen, sowohl Angriff als auch Duell. Werden dadurch abgewehrt. Solltest du zu weit entfernt sein, lässt sich diese Entfernung nicht durch Waffen oder Ähnlichem wieder ausgleichen. Okay, also Tauta oder Kutan oder Kapuze könnten für Tauta noch mit abwehren. Den würden wir in dem 1. Also er kann uns abwehren. Moment, hat jetzt für mich jemand einen Zähler hoch gemacht. Ah, danke. So. Ja. Ihr könnt ihn retten, sagt seine Rolle. Das ist eine sehr gute Fähigkeit. Und die ist sehr strong. Also ein Leben mehr als alle anderen und drei Karten ziehen. Und heiß ist er auch noch. Ja, richtig. Der sieht gut aus. Natascha, passt doch zu mir, oder nicht? Mann. So viel Haare, Kundran. Also weg. Ja, das passt weniger zu mir. Also Alex, du müsstest zuerst Kundran ausschalten, der ist am gefährlichsten. Ich bin auf deiner Seite. Aber er kann nur 3 oder... Na gut, er kann 3 Karten. Kundri. Ja, eigentlich ist meine Karte nicht so toll. Ich bin du doch nicht. Du bist das Weibel. Wow. Wer bist du? Ich bin der Black Panther. Der Black Panther. Ich bin nämlich genau die gleiche Fähigkeit. Ich bin der Kundran ohne Boobs. Maru, hast du da gezogen? Der Kundran ohne Boobs bin ich. Alex, ziehst du deine Karten? Genau, ich dachte, jetzt zieht Alex 5 Karten. Genau. Und kann sie equippen, dann geht Kapuze von Karten, kann sie equippen. Erstmal würde ich ziehen. Erstmal zieht jeder seine Karten. Also Alex zieht seine 5. Ich habe ja gehört, dass man die 5 drücken soll. Oh, das funktioniert sogar, cool. Ich wieder die Karten. Wieso seht ihr meine Karten? Weil du anscheinend... Okay, sind auf meiner Hand, oder? Ja. Ich habe schon meine Fähigkeiten ausgedrückt. Warte mal, dann lege ich die nochmal ab, alle. Ja, besser ist. Wir müssen aber... Muss wahrscheinlich so eine Zone machen oder sowas. Der war einzeln. Nee, normalerweise ist sie eine Zone da. Warte mal ganz kurz zum Test. Nimmt sich jemand eine Karte und schauen wir mal, ob die Zone funktioniert, bitte. Sehe ich doch jetzt bei der Radio. Ja, ich sehe alle auch die Zone. Siehst du bei mir die Zone? Ja, man sieht deine Karte. Ja, man sieht überall die Karten. Ja, aber sieht man, wenn man sie umdreht? Aber ihr habt meine Rollenkarte nicht gesehen, ne? Stimmt, die hab ich nämlich nicht gesehen. Also, ich ziehe jetzt hier meine Zone. Kann jetzt hier wahrscheinlich drehen. Ja, bitte eine schwarz bei uns. So, du ziehst ja falschen Ort. Seht ihr die? Ja, du hast nicht im richtigen Ort gezogen. Doch. Nein, aber warum? Nee, die ist richtig. Ja, dann funktioniert das mit den Karten nicht anscheinend. Genau. Ah, okay, ja, dann müssen wir halt eine Zone ziehen, ist doch kein Problem. Ja, oder das, ja.
Dann müssen wir wohin ziehen? Da siehst du halt nicht. Ich hab das ganze UI aus. Links. Du meinst. Cool. Also Zone. Zone. Zone hitten. Richtig. So. Ist ja nicht so schlimm, dass man es gesehen hat kurz. Dann okay. Ich hab die Karte nicht angeguckt. Ihr habt nichts gemerkt. Warte mal, Kunde, hidden? Also, Kunde aber direkt einen dicken Balken. Seht ihr meinen roten Block jetzt? Nein. Ja, warum ist meiner nicht symmetrisch? Ist egal. Warum? Du hast kein Balken gezogen, Kapuze. Muss ihn. Wie schwöre ich den? Wie kriege ich den da hin? Links an der Seite hast du so ein Google Maps Ding. Ja, ich sehe es. Guckst du auf der, da hältst die Maus drauf, auf hidden, und dann kannst du so einen Ton über dich drüber ziehen. So. Ah, jetzt. Die zählt für dich. Wo ist deine Ziel? Warum hast du die jetzt drunter gelegt, Alex? Das waren die ersten, die ich gezogen habe, damit die drin sind auf dem Spiel. Echt nicht, wenn du diesen. Dann hast du eh nochmal gemischt. Nein. Weil wenn ich leg dir mal so meine Zone hin und guck mal, ob du die auch benutzen kannst. Nee. Ob ich die sehe. Nee, kann er nicht. Nee, da siehst du deine Sachen drin. Also auf hinten und dann rüberziehen einfach. Mhm. Da kommt nichts bei mir. Egal, ich kann einfach mal rüberziehen. Du ziehst mal aus. Jetzt hast du weggemacht wieder. Gedrückt halten, Kapuze. Ja, mach ich doch, aber es bist wirklich nichts. Nee, du lass den mal los. Kann als Game Master kann ich die aber auch setzen. Steht ja, dann hier. Setz ihn die für die. Mach ja, die rot, so, jetzt fertig. Okay. Und lieber Kapuze, ist hier was rein, ob ich was sehen kann? Hier ist es. Du. Ach, okay. Okay, whatever, warte mal. Wie kann ich den Scheiß wegmachen? Löscht es. Entfernen. Nee, doch. Linksklick einfach drauf, ich mach's weg. Okay. So. Okay, jetzt mach ich das. Okay, ich hab's verstanden. Ja, aber große Zone. Schäbe sind alle so. Gerade. Eine große Junge. Das Problem ist an der Zone so ein bisschen, Zone. Ich sehe tatsächlich nicht die Karten bei Kapuze jetzt, weil die so stark sind. Ja, wir müssen halt alle ehrlich sein. Ja, wir verarschen ja nicht. Also okay. Wollt ihr mit mir schon jetzt, ob es geht? Jetzt kann Alex einfach hingehen und 5 Karten ziehen, so. Ich hab. Du hast Kapuze, okay, Kapuze du okay. Ziehst 4 Karten. Eins. Ins Nichts ziehen, na. Ja. Du kannst auch nichts ziehen bei mir, ist auch meine Zone. So, 4. Seht ihr das bei mir, wenn ich umdrehe? Nee, wir sehen die Karten nicht mal. Okay. Oh shit, was habe ich da gezogen? Sehr schön heute auf jeden Fall das Spielfeld. Voll durcheinander hier. Okay, das so. Habt ihr gemeint. Wie war das hier mit dem Kartenziehen? Drücken und die Zahl drücken? Ja, also drücken, draufdrücken und dann zum Beispiel 5 drücken oder 4. Dann kriegst du direkt 5 oder 4 Karten. Und dann loslassen, ja. Alles klar. Wurde in den Kommentaren geschrieben. Das ist natürlich praktisch. Ah. Ja. Heranzoomen, was ich für Karten habe hier. So. Muss wieder reinkommen, das ist wieder eine. Wenigstens haben sie ja die Karten richtig draufgeschrieben, was ist ja was mit. Also hier steht bei allen Karten genau die richtige Entfernung immer dran. Also, dass man nicht da noch sich muss, was muss man machen oder nicht. Ja. Wollen sich, ob das eine Ausrüstung ist? Die Karte. Stimmt, Ausrüstung. Die haben ein Symbol dran, ja. Genau, und das passende Symbol liegt vor euch. Okay, ich sehe es. Also das erste Symbol ist quasi die Fähigkeit und das Auto ist die Auto, fällt auf deinem Ding, das ist deine Equipment-Karte. Ja, okay. Achso, Equipment. Ja, ich glaub, genau. Also bei Equipment, Waffe, Ausrüstung und Mount. Kann ich meine Zone schöner machen? Dann sehen wir deine Karten. So, ja, weg, Schatz, weg. Ihr habt alle, also eine Karte, lag richtig, eine Karte war schwarz. So, ich darf jetzt so 2 Karten ziehen, ne? Ja. Okay, dann geht's. Dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Alle bereit? Ja. Ja. Geht's los? Ich kenne mich schon immer aus. Ich spiele mit Standard Dalo. Okay, es ist. Ich spiele mit Standard Dalo-Regeln. Er hat 4 Karten gegeben. Also mit dem Zahl müsst ihr aufpassen. Ja, der hat 4 gegeben. Welche Standard Dalo-Regeln meinst du? Ja, das heißt, wenn du was abwirfst, musst du es spielen, wenn du es spielen kannst. Ja. Genau. Okay. Du musst die Zahl drücken und dann die Karten wieder loslassen, Alex. Naja. Ich hab's jetzt einfach die letzten 2, die ich gezogen habe, wieder zurückgelegt. So, ich werfe hier schon mal den Albtraum. Ihr könnt das schon mal lesen. Das heißt nämlich, ich zwinge einen Spieler zu, eine von mir bestimmte Karte abzuwerfen. Mhm. Okay, das heißt, du musst den Spieler bestimmen, dann muss er seine Karten umdrehen, dann macht er die Zone weg. Dann nee, die Karte aus. Du musst es scrollen. Da steht nichts, dass kann du es zeigen sein? Musst. Kann das auch ein Effekt oder Ausrüstung oder so sein? Nee, das ist eine Karte, das ist einfach so wie Diebstahl, also irgendwas. Ja, genau. Mach Alex. Sagen, dass Alex kann jetzt zum Beispiel sagen, Kapuze, wirf die und die Karte ab.
Nee, dann ja, würde dran stehen. Nee, nur wenn, eine, oder? Wenn diese Karte einen Effekt hätte, dann würde da dran stehen, gilt nicht für Angriff oder Verteidigungskarten, weil das halt so OP wäre. Da es nicht dran steht, da kannst du einfach sagen, wirf diese Karte. Genau. Also ich werfe diese Karte jetzt zum Beispiel auf Kunden dran, weil der am meisten. Hey, jetzt Kunden dran. Dann ich zieh jetzt einfach eine Karte raus, oder? Ist ja egal. Warte, lass erst Kunden. Achso, na, Plätze, die wird ja offen gespielt. Genau. Ich weiß jetzt, hier liegen deine Karten, oder? Ich sehe es leider nicht. Ja, du bist drüber. Okay, ich ziehe jetzt einfach dann hier irgendwas raus. Hier hin, okay, ich nehme die, wo ja, du drüber ja, warst. Okay, also ja, ja, mach die da. Genau. So, oh, da warst du drüber. Oh, Abwehr, okay. Okay. Das ist eine starke Karte. So, und dann mache ich das gleiche nochmal bei Maru. Ja, warte, ich will das anders machen. Warte, okay. Also wir können hier entscheiden oder was? Also wir machen es jetzt so, wir zeigen auf die Karte. Warte. Ja, mach das weg. Such den aus. Na, er macht jetzt die Zone weg und wieder auf. Was natürlich anstrengend ist in der Zeit. Ich habe dir einen Gegenspieler geklaut. Okay. Ja, und dann bin ich fertig mit meinem Zug. Ich bin dran. Oh, das war eine sehr gute Karte. Verdammt. Echt gut. Mhm. Ja. Ich bin dran. Okay. Also, muss ich eine Karte ziehen? Ich habe nur vier nämlich. Zwei Stück. Du darfst zwei Karten ziehen. Dann bin ich aber bei sechs. Ich muss immer fünf haben, oder? Du musst dann so spielen, dass du nur so viele Karten wie HP übrig hast. Genau, du hast noch vier auf der Hand behalten. Also darf ich nur vier haben? Ja. Also du ziehst jetzt zwei Karten und genau, okay, musst du, wenn du, genau. Gut, was habe ich denn da? Aha, oh, die kenne ich doch. Warte mal, wer bin ich eigentlich nochmal? Also er ist definitiv nicht dein Kollege. Warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mir nur drum gestellt. In mein Netz reingegangen. Also, ich war schon mal bewusst, du bist mein Kollege? Weiß ich nicht. Aha, Tausch hat sich verraten. Na okay, gut, so, ja, dann mach ich mal. Ich leg mich mal offen, weil sonst ballert er mir weg. Albtraum! Spürst du schon? Wie der eine Karte dich überkommt? Ich zieh genau dir eine fette Karte, weil du das bei meinen allen Kumpels die da, auch die alle du gemacht da, hast. Jetzt, sag, wenn du mit dem Haus drauf bist. Nee, die will ich haben. Die. Okay, ja, ich zieh sie raus. So. Ja! Du hast mir eine Abwehr geklaut. Abwehren. Ich Kapuze und Tauto zusammen. Jetzt halt's doch so mal, ich bin doch gar nichts. Ich bin eine Spinne. Man weiß nie, wo ich herkomme. So, und jetzt hau ich mir meine fette M4 daran, ja. Eine Frau mit Gewehr. So hier. Was? Fette Reichweite. Besser kann ich mal bis zum Kundran rüber schießen. Alter, was ist das für eine krasse genau. M4, ey. Kapuze, lass uns zuerst das Sidekick fertig machen. Warum? Vielleicht mag ich dich gar nicht. Vielleicht muss ich auch dich töten. Vielleicht wir sind doch in einem Team. Warum das weiß man töten? Doch gar nicht. Vielleicht ist der Alex mein Boy. Nein. Alex, ich knall dich ab. Hier, Angriff. Mit meiner fetten MP. Ich wollte dir gerade ein Herz malen. Na gut, okay. Nee. Wenn dieser Karte verliert. Was passiert jetzt eigentlich? Ich muss jetzt eine Abwehrkarte spielen wahrscheinlich, oder? Warte mal. Genau. Okay, dann spiele ich eine Abwehrkarte und krieg keinen Damage. Ja, okay, hast du gut geblockt, Alex. Hier wieder 1-1. Oh, warte mal, hier, man kann jetzt zeichnen. Das ist ja lustig. So, gut. Können wir das bitte lassen mit zeichnen? Ja, bitte, warum? Mach dafür warte weg. Achso, okay. Ich habe jetzt nur noch drei Karten übrig. Ja, jetzt kannst du dann entweder weitermachen oder deinen Zug beenden. Du kannst auch weitermachen. Okay. Du kannst auch mehr Karten nehmen. Du kannst nur einmal angreifen. Genau. Ich kann einmal angreifen. Du darfst jede Karte nur ein einziges Mal ausspielen. Dann spiele ich noch die, dann kann ich zwei Karten ziehen. Mhm. Ja, kannst du. Weil dann habe ich ein bisschen. Vielleicht dann hast du wieder vier Karten, oder? Ja, das sind vier Karten. Genau, dann habe ich vier Karten. Okay. Machst du noch was? Ich soll übrigens von Dalu ausrichten, dass Kapuze doof ist. Kapuze, weißt du, warum das wichtig ist, zu wissen, welchem Team du bist, damit ich weiß, ob du mit so einer Not decken kannst. Schau mal meine Heldenfähigkeit. Aber warum du bist da? Das ist ja voll blöd. Das ist ja taktisch ein doofer Zug, wenn wieso? Ich meine Rolle offenbare. Das ist ja schwachsinnig. Nichts offenbar ich. Ich bin vielleicht ein guter, vielleicht ein böser, aber also ich guter bist du mit Sicherheit nicht. Ich gehe weiter und verbanne sonst den Kunden ins Reich der Schatten. Tate, du bist dran. Ich spiele meinen Captain in meinem Vibranium-Schild. Der Captain America-Schütze, okay. Mhm. Niemand kann dich zu einem Duell herausfordern. Wenn du durch Angriff bist, zieh eine Karte. Bei lila oder rot wird der Angriff abgewehrt. Die holy shit, du hast schon eine coole Karte da. Okay. Und ich zerge mal von jedem einen Angriff. Was heißt das? Gegen Mitspieler unabhängig vom Abstand einen Lebenspunkt Schaden zu. Dieser Angriff lässt sich durch das Spiel eines Angriffs abwehren. Oh, also wenn ich eine Angriffskarte spiele, dann bin ich wieder im Schuss? Nur mit einer Angriffskarte kannst du es abwehren, ja.
Genau, ich gehe immer davon aus, dass du ein Haus, deswegen habe ich das gesagt. Ja, ja, Alex, muss eines spielen. Nein, ja, das war Alex. Willst du mich töten, oder wie? Okay. Nee, ich habe dir ja gesagt, was mein Ziel ist. Laudorf fängt schon wieder an wie bei Pokémon. Aus Versehen macht er allen Damage. Das war wahrscheinlich der Trade. Nee, das war jetzt geplant. Ein Bluff war das, sagst du. So, und ich beende meinen Zug. Ben, okay. Mach zu, habt ihr gehört. Du musst ein bisschen epischer reden. So, Kunran, du hast 3 Karten ziehen. Kunde. Warum soll ich jetzt epischer reden? Weil den Yu-Gi-Oh! Die ist immer spannend gemacht. Achso. Ich darf nur ganz normal reden. Ich bin so ein Zeitcharakter hier. Grau bin ich. Swag. Was? Jedes Mal, wenn du einen Gegner Schaden zufügst, darfst du eine Karte aus deiner Hand ziehen. Okay, das ist ja krasser Swag. Okay. Swag. Und Witch Power plus 3 Reichweite erreicht jeden von uns. Alter. Es reicht ja plus 1 Reichweite, um jeden zu erreichen. Ja, noch. Wenn wir ein Auto, wenn wir ein Auto haben, dann kannst du es nicht mehr machen. Tauto, der kommt doch voll die langen Arme. Der kommt überall. So. Ja. Ich weiß, dass Tauto böse ist. Okay, ein Angriff. Warum weißt du das? Ja, weil der Frau halt Dummkopf, gell? Ich sag dir. Warte, bevor du dir Schaden. Tauto ist auf 0, alles klar. Bevor du Schaden nimmst, liest er dir nochmal deinen Captain-Schild. Das war zu spät, oder? Ah, ja, stimmt. Eigentlich hat er sich schon Schaden genommen. Er hat sich schon Schaden gemacht, oder? Wollen wir es sagen? Hat er jetzt Schaden genommen oder nicht? Ja, beim nächsten Mal. Okay, das darf er noch. Also, wenn du es beim nächsten Mal vergisst, dann ist es vergessen. Alles perfekt, okay. Das heißt, du darfst jetzt eine Karte ziehen. Ist die lila oder rot, kriegst du keinen Schaden. Dreh sie um. Was ist das? Die ist blau, du kriegst Schaden. Was ist blau? Ist blau Reality? Das, ist hier der Power oder Reality? Oben rechts an der Seite. Die genau, Farbe. Das sind so kleine Icons rechts. Dann bin ich durch. Achso, alles okay. Klar, dann ziehe ich jetzt 3. Ah, jetzt sehe ich. Ich ziehe sie manuell. Ah. Muss eigentlich nur den Stapel angeklickt halten, die Zahl drücken und den Stapel loslassen. Und dann kurz warten. Ah, ja. Ungeduldig sein, glaube ich. Ja, dann kommen sie automatisch. Also. Ja, ja. Ah ja? Was soll das denn? Alex, der First Avenger. Alex, also, bist du eigentlich so First Avenger geworden? Ich glaube fast, der Kapuze ist der Traitor. Warum bin ich hier? Vor, weil ich auf der anderen Seite... Moment, ich muss mir die Karte erstmal durchlesen. Ja, siehst du, das ist genau das. Vor allem auf der anderen Seite. Hey, Kapuze, du bist ja ein Kumpel von mir. Jetzt bin ich der Böse. Ich glaube, der Tauto ist ein Schweinemann. Knallt ihn ab. Ja, Tauto ist auch böse. Das hat er auch schon gesagt. Knallt ihn ab. Ich meine, ich weiß es sowieso, weil ich der Gute bin. Ich schieße dich mehr. Ey, wisst ihr nicht, was die Karte macht? Aber was ist der Nachziehstapel? Der was? Das der Nachziehstapel. Der hier wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen. Der Karten nach. Nee, der kleine. Das muss dann etwas anderes sein. Das ist der Ablagestapel. Okay. Der Ablagestapel, der Nachziehstapel. Das kann nicht stimmen. Warum? Ja gut, ich leg die Karte jetzt mal hin, weil ich verstehe sie sonst eh nicht. Ich gehe jetzt einfach alle durchlesen. Du kannst diese Karte an jeden Spieler ausspielen, Mitspieler ausspielen, außer an mir, okay. Der Nachziehstapel ist das Ding hier. Das würde ja keinen Sinn, man zieht ja eh Karten raus. Das sind das Einschläfern. Ach so, er kann wahrscheinlich nichts machen, bis er es gezogen hat. Ah, genau. Ja, genau. Das ist also dann war es Einschläfern, okay. Das ist so wie das Einschläfern bei Pokémon. Also, so eine Art, ich rüste erstmal meinen... Moment mal. Was? Ich leg mal meine Waffe an hier. Das ist ein bisschen doof, dass sie... Würdest du mit deiner Krakel bitte weglöschen? Warum? Ich verschönere den Tisch ein bisschen. Ja, ja. Also wenn ich angreife, mache ich entweder 0 Schaden bis 4 Schaden. Was? Ja, Tatsache. Das ist die ist echt gut eigentlich, die Karte auch. Holy shit. Ich glaube, wir haben zu wenig Leben. Ich glaube auch. Alter. Was ist passiert? Ich kann hier Barus abwehren. Die 4 Karten fügen einen Schaden für... Wow. Aber was ist mit den 4 Karten? Werden die offen gedeckt und auf dem Ablagestapel? Ja, klar. Ja. So wie deine Fähigkeit ist das im Grunde. Aber an wem richtet sich jetzt die Karte? Ist nur, wenn er angreift. Also ich nehme so, das. Also dann zwinge ich Kundran, seinen Swag wieder abzulegen. Oh, damn, Kundran. Das lässt Swag weg. Bieten? Die ist etwas zu mächtig, als dass ich sie in die Hände von diesem Bösen lassen kann. Böse. Und sonst bin ich erstmal fertig. Sitzt du doch gar nicht mal. Du bist fertig? Ja. Dann zieh ich mal 2 Karten, ne? Und du kannst das Tauto nicht löschen. Oh. Das Böse bleibt dir immer da. Ich kann es aber löschen, so. Danke. Okay. Ich hab das schön zum Kunden, hat es sich hier gefreut. Ich ziehe einen Ausrüstungsgegenstand, einen passiven, da habe ich 2 Abstand mehr plus eine Reichweite. Das ist tatsächlich unterschiedlich hier. Mhm. Okay. Und ich greife den Tauto an. Warum das ist das gut jetzt? So. Guter Boy, mach ihn weg. Warum ist das ein Schild und kein Auto? Ja, keine ich verstehe es nicht, aber es ist der SUV von Nick Fury, der soll man hinterher fragen. Hey, warum geht da keine Karte runter? Von wem war die Angriffskarte da? Von Alex? Ja.
Du hast eine rote. Du brauchst eine rote. Also hast du den Angriff abgewehrt. Okay. Also du hast jetzt... Kapuze unterstützt mich halt nicht. Ich bin fertig. Ja, schau dir den Tauter an. Der geht alles scheiße. Jetzt wieder hey, auf seine Seite. Schau mal, hey, jetzt pass aber auf. Weil du die ganze Zeit aufreibst, die ganze Zeit. Lies mal meine verdammte Heldenfähigkeit durch. Und dann reagier mal. Jetzt geht's wieder. Du bist dran, Kapuze. Jetzt geht's wieder. Kapuze. Ja? Du bist dran. Ah, Tauter ist nur Tony Stark. Der ist ja gar nicht so aggro. Stimmt. Was sagst du, Alex? Ich bin dran. Okay, ja, du hast zwei Karten ziehen. Ich muss zwei Karten, aber ich habe ja, trotzdem. Jede Runde zwei Karten. Na gut, dann schaue ich mal, was ich da habe. Aha. Ja, also einmal habe ich einen Angriff und dann habe ich noch eine Abwehr und okay. Ja, gut, dass du das erzählst. Danke. Es war ein Scherz auf dem Kopf. Also hat er es wirklich. Ich habe dich getrickt. Ja. Ich habe einen neuen Anzug gekriegt und ich ziehe zwei neue Karten. Nun mach mal. Jetzt kaputt über die Zielkartenkarten. Ja, in der Tat. So, und ich habe zwar nur 4 AP, aber ich könnte auch höher gehen, oder? Nein. Nee. Außer du kriegst Schild, Life Points, kannst du nicht höher gehen. Okay. Ich rüste meinen Schwebeumhang aus von Harry Potter. Den habe ich jetzt. Er ist 1 Meter weit weg jetzt und kann 1 Meter weit schlagen. Ah, was macht denn da? Das heißt, damit erreicht er jetzt sogar auch. Also er erreicht auch jeden. Erreicht immer noch jeden. Kundran okay. Wieder. Sozusagen. Nee, er erreicht doch mit beiden Sachen erreicht er sogar auch Alex. Genau. Aber ja, du Alex so ähnlich. Ja, also ja, weil der Reichweite hat, oder wie? Er hat 2 Abstand. Alex. Allerdings, Alex erreicht doch auch Kapuze immer noch. Ich hab die M4, ich schieß rüber, das ist mir wurscht. So, Alex, stell dich. Oh, Kapuze ist also der Böse. Gut. Warum? Ich greife, du gehst schon nervt mit deinem blöden Schwebeumhang. Ich komme nervt mit deinem ab. Blöden Auto. Ah, okay. Also Kapuze und Tauter. Kapuze, du probierst den Sinn des Spiels, das ist alles nur ein Rollplay. Warum? Ich kann doch den Alex angreifen, wenn ich will. Ja, aber ich bin der Adventure, ich bin hier der Champion. Ich kann dich trotzdem angreifen. Das Geile ist einfach, dass Alex schon nur zwischen 2 Leuten wählen muss, wer sein Partner ist. Ja. Ihr denkt, Alex ist jetzt so fucking smart. Was soll ich tun sollen? Hätte ich einfach nichts tun sollen? Okay. Aber wenn du gut bist, würdest du Tautau angreifen. Ich habe, aber gut, dann weiß aber der Alex, dass ich gut bin. Ja, muss ist doch gut. Offensichtlich durch deine Taten, ja, dass du bist. Gut. Dann reg dich bitte nicht so auf. Sagen, wie viele Karten hast du noch, Kapuze? Wie viele Karten hast du noch? Ich habe jetzt 4. An. Okay. Tauter, du verstehst oft nicht Ironie und Ernst. Und das ist dein größtes Problem. Wenn du mich so anfasst... Jetzt bist du so, jetzt fahren wir hier weiter. Tauter, du dran. Egal, weiter. Genau. Na, ich sag nur, wenn du... Ja, jetzt ist er okay. Alter, hallo. Tauter. Ich hab 4 Karten, hab ich gesagt. Jetzt mach weiter. Ja, soll ja der Ding auch abgekehrt. Denkren darfst nur 3 Karten in der Hand behalten. Ja, ich weiß. Sein, du heilst dich. Der Kundenran 5 AP Club, ey. Ich lege diese an. Er zieht den Milano an. Er fällt jetzt Milano rum. Wenn du diese Karte ausspielst, Doppelpunkt, ziehe 3 Karten. Also ich ziehe jetzt nochmal 3 Karten. Bam, bam. Dun, dun, dun. Also ich mache das noch sicherheitshalber mit Ding. So. Okay. Hm.